8. Mai 2020. Vor genau 75 Jahren endete hier in Berlin der Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation Deutschlands. Einen großen Anteil daran hatte die Sowjetarmee. Und hier in Treptow am Ehrenmal des Sowjetsoldaten zeigen viele ihre Dankbarkeit und verehren noch heute diese Soldaten. Der Zweite Weltkrieg ist Vergangenheit. Es gibt aber Menschen, die beschäftigen sich heute nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der kriegerischen Gegenwart und Zukunft. Einer davon ist Norbert Voss von der Initiative Kündigt Airbase Rammstein. Er wird uns gleich Näheres zu der Demonstration am 30. Mai 2020 sagen und ganz allgemein, was ist die Airbase Rammstein? Also es gibt die Initiative Stoppt Airbase Rammstein und wir sind nicht das Gleiche, sondern wir haben unsere Initiative Kündigt Rammstein Airbase genannt. Also diese Wortumdrehung, wie das in Amerika gebräuchlich ist. Die Initiative hat sich eigentlich gegründet, muss ich sagen, mit Andreas Nerzens zusammen, als wir bei Pax Terra Musica waren. Also im letzten Jahr 2019. Und dann haben wir uns nachher weiter zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, wir könnten eigentlich noch mehr machen. Dann haben wir dieses Interview gesehen von Killis Moore und Ken Jebsen auf der Treppe, wo die gesagt haben, Mensch, eigentlich müsste doch Stopp Airbase Rammstein müsste doch eigentlich in Berlin gemacht werden, weil hier die Entscheider sitzen, hier der Bundestag ist, hier das Parlament und hier die Regierung. Und da haben wir gesagt, ja, das ist es eigentlich. Und wenn die das noch nicht auf die Reihe gekriegt haben, das war, also als wir darüber gesprochen haben, das war 2019 so, im September, Oktober, dann machen wir das eben. Und dann haben wir eine Gruppe gefunden, die sehr, sehr gut zusammenarbeitet. Ich wollte damals eigentlich Ken Jebsen als Moderator haben. Und dann habe ich ihn angesprochen und er hat auch gesagt, er ist eigentlich ganz willig, da mitzumachen. Er findet die Idee gut. Nachher hat er sich dann wieder zurückgezogen. Und da ist mir was bewusst geworden, was Ken Jebsen eigentlich gemeint hat. Er hat gesagt, er will nicht, dass es eine Veranstaltung von KenFM wird. Und das wäre es geworden. Er hat da wirklich recht gehabt. Danke. Und das sollte eine basisdemokratische Veranstaltung werden, von unten nach oben, also bottom to the top. Und genau das geht dann auch nur, wenn Ken Jebsen nicht in erster Reihe steht. Das habe ich heute auch eingesehen und wir haben das so durchgezogen. Und wir haben ganz viele Redner bekommen, Historiker und ehemalige NVA. Leute oder Bundeswehrleute, ja, also ganz viele Journalisten. Also wir haben ein breites Spektrum bekommen für den 30. Mai 2020, also das ist Pfingstsamstag. Und wir wollen es immer noch durchziehen. Wir wollen es immer noch durchziehen, trotz Corona-Zeiten wollen wir das noch durchziehen. Und wir haben auch sehr, sehr guten Kontakt mit der Berliner Versammlungsbehörde. Die sind uns sehr gewillt. Die sind sehr auf unserer Seite. Die wollen, dass wir demonstrieren. Bloß sie sagen, es gibt eben Auflagen wegen Corona und die ändern sich jeden zweiten Tag mindestens. Und da müssen sie sich drauf einstellen und wir auch. Und deswegen wissen wir nicht ganz genau, welche Auflagen wir bekommen. Bei dieser Demonstration in Stuttgart habe ich gehört, 6,25 Quadratmeter pro Person. Das sind also 2,5 mal 2,5 Meter. Das ist ja mehr als 1,50 Meter oder 2 Meter Abstand. Oder Mundschutz oder nicht Mundschutz, das alles wissen wir nicht ganz genau. Und da wird es noch Gespräche jetzt geben mit den Versammlungsbehörden hier in Berlin. Aber wir ziehen es durch. Und wir haben auch schon viele Rückmeldungen bekommen, dass die Redner, die zugesagt haben, jetzt auch trotz Corona nach Berlin kommen werden. So, das war jetzt zu der Versammlung. Aber warum wollt ihr Rammstein kündigen? Was ist Rammstein? Welche Bedeutung hat Rammstein? Leider ist mir schon mal passiert, weil ich denke, dass vielen in diesem Thema Rammstein so drin sind, dass sie das sowieso alles wissen. Und ich wollte eigentlich nicht, dass sie dann das Gleiche nochmal erzählen. Das ist so, dass es eine Militärbasis US-Militärbasis in Rammstein, das ist in der Nähe von Kaiserslautern, gibt. Und da über diese Militärbasis
Basis werden die Drohnen gesteuert, die im Nahen Osten, in Afrika, im Vorderen Orient zum Einsatz kommen, in Afghanistan, in Jemen und wie wir jetzt gesehen haben, auch im Irak wieder, als der General des Iran, der sich gerade im Irak aufgehalten hat, Soleimani, glaube ich, der war da auch und wurde auch durch eine Drohne getötet. Und nach unserem Kenntnisstand ist es so, dass die auch über Ramstein gesteuert worden ist. Die Drohnenpiloten selbst, also Bannon Bryan zum Beispiel, der war ja auch einmal bei Ramstein dabei. Die sitzen, glaube ich, in Nevada, in den USA oder in irgendeinem Stützpunkt in den USA. Und von da sitzen die an einem Joystick. Man kann es kaum fassen, aber mit einem Joystick werden Menschen ermordet. Und steuern dann über diesen Stick die Drohnen. Die steuern zuerst mal die Kameraeinstellungen, dass sie ungefähr sehen, auf welches Ziel sie wollen. Das wird geortet, meistens über Handydaten. Die locken sich ein über verschiedene Standpunkte und es wird also sehr gut erfasst, wo sozusagen der Mensch, der dem dieses Handy gehört, auch gerade sich zurzeit aufhält. Dass daneben noch eine Hochzeitsgesellschaft ist oder auch seine Freunde und Bekannte, das interessiert da keinen mehr. Und diese Ortung findet über diese Drohnen statt. Und das wird also über die Drohnen, wird das zum Beispiel aus Afghanistan zur Drohne hochgeschickt. Die Drohne schickt dieses Signal runter zu den großen Satellitenantennen, die in Deutschland stehen. In Deutschland. Und von deutschem Boden sollte eigentlich gar kein Krieg mehr ausgehen, haben wir mal gelernt. Und die werden dann von Ramstein weitergeleitet über ein Glasfaserkabel in die USA. So läuft dieses Prozedere. Und in Ramstein ist auch eine ganz große Militärbasis, also die größte in Deutschland, ich glaube sogar die größte in Europa, wo sehr viele Angehörige damit beschäftigt sind, diese Daten auszuwerten. Also es werden sowohl über diese Drohnen, die über Ramstein gesteuert werden, und Ramstein ist so gut gelegen, dass es keinen besseren Ort eigentlich auf der Welt gibt, um dieses ganz stabile Glasfaserkabel, das gibt es, glaube ich, nur im Augenblick von den USA nach in die Pfalz, also nach Kaiserslautern, Ramstein. Und von da geht es dann weiter über die Satelliten. Und diese Verbindung wird da ausgenutzt. Nicht, dass die, es gab ja auch schon mal eine Anhörung hier von dem ehemaligen Präsidenten der USA, der hat gesagt, nein, im Ramstein werden diese Tötungen nicht vorgenommen. Das ist, der hat zwar richtig, dass die Steuerung in den USA immer noch sitzt, also da wird auf den Knopf gedrückt, der wirklich diese Hellfire-Rakete auslöst, die dann unten Menschen tötet, und wie viel ist alles Kollateralschaden, so nennt man das ja heute. Das ist immer noch aus den USA gesteuert, aber Deutschland ist ein ganz wesentlicher Stützpunkt. Und wenn die Bundesregierung einfach das kündigen würde, und das können sie machen, sie können diesen Standort der Ramstein Airbase, können die innerhalb von 2 Jahren kündigen und können sagen, haut ab, geht wieder nach Hause und macht euer Ding, was ihr machen wollt, bitte aus den USA, ohne unsere Beteiligung. Das könnte die Bundesregierung machen. Innerhalb von 2 Jahren könnten die diesen Stützpunkt kündigen, weil es immer noch auf deutschem Gebiet liegt. Das wissen viele gar nicht. Es gibt hier diese Filme über Ramstein von Nuo Viso zum Beispiel, kann man sich ansehen. Da wird es gesagt, dass selbst die deutschen Polizisten wissen das nicht ganz genau und die denken, das wäre Gebiet der USA, denken manche. Aber wenn es das wäre, dann wäre es sowieso nur hinter dem Eingangstor der Base. Die haben, glaube ich, 3 Tore zu der Base. Das Haupttor, da sollte gefilmt worden. Der Platz davor ist auf jeden Fall deutsches Territorium und dazwischen, wissen wir inzwischen auch, ist auch deutsches Territorium. Bloß von dem Platz vor dem Tor wurden die Journalisten und Reporter schon vertrieben von der amerikanischen Militärpolizei. Und das kann es doch einfach nicht sein. Das kann es doch nicht sein.